Wunderbar, es ist 22 Uhr, UFO-Suche geht wieder los. Bin ich fast zu hoch und es hat so ekelhaften Nebel. Da ist doch was. Da vor uns. Sehe ich das richtig? Es sind drei UFOs. Und zwar über Palito. Das sind wieder die ersten drei. Die ersten drei sind wieder da. Kann ich das schon fotografieren? Bin zu wenig nahe dran. Bin zu wenig nahe dran. Oder vielleicht kann ich die auch gar nicht mehr fotografieren, weil ich sie ja schon fotografiert habe. Ja, die kann ich nicht mehr fotografieren, weil ich sie schon habe. Den dritten auch noch versuchen. Ja, die kann ich nicht mehr fotografieren, weil ich sie schon habe. Aber ein schönes Bild über Mount Chiliad, über, was ist das, Procopio Beach und das andere dort, über den Strand von Palito Bay. Dort, wo Bogdan-Mission stattfindet, dort ist das erste, Mount Chiliad und eben Procopio Beach. Letzter Versuch eben fotografieren nicht mehr möglich, wenn man es schon. Fotografiert hat. Wunderschön. Ist nicht mehr möglich, aber jetzt versuche ich möglichst nahe ran zu fliegen. Also hier ist jetzt die Möglichkeit für all die Personen, die das noch nicht fotografieren konnten, dies nachzuholen, die in den ersten 3 Tagen das verpasst haben. Und weg ist es aber nur dieses UFO, die anderen bleiben bestehen. Ja, ist wirklich die Landzunge, wo da Bogdan-Endmission stattfindet.
Auch hier letzter Versuch, das zu fotografieren, aber eben, ich habe es ja schon. Habe bisher jedes UFO fotografieren können. Das war knapp hingegen. Und das dritte. Gehen wir auch nochmal hinschauen. Procopio Beach. Also keine Belohnungen, wenn man das schon fotografiert hat. Aber so sieht das UFO aus. Und sonst gibt es hier wirklich nicht viel zu sehen.